Guten Abend und herzlich willkommen hier bei Herzblatt, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie dabei sind. Wir haben auch heute Abend natürlich fantastische Kandidaten eingeladen hier zu uns ins Studio. Machen wir es kurz, fangen wir gleich an mit Kandidat Nummer 1. Er kommt aus Ingolstadt. Herzlich willkommen. Ja, wenn Sie sich bitte vorstellen. Was? Wenn Sie sich bitte vorstellen würden. Ach so, Baumberger. Ja, was machen Sie so beruflich, Herr Baumberger? Baumberger. Baumberger. Hausmeister. Aha. Wo? In einem Haus. Gut, so kommen wir nicht weiter. Machen wir doch gleich mal weiter mit Kandidat Nummer 2. Vielen herzlichen Dank. Kandidat Nummer 2, herzlich willkommen. Kandidat Nummer 2, stellen Sie sich bitte vor. Hallo, ich bin der Sven. Ich studiere in Eichstätt Sozialpädagogik. Und ich finde es wahnsinnig toll, dass ich heute hier sein darf. Und ich mag Menschen unheimlich gern. Ich mag aber auch Tiere und Pflanzen. Und wie ich heute hierher gekommen bin, habe ich einen Kastanienbaum gesehen. Und ich glaube, der war total traurig. Den habe ich dann umarmt und ich habe ihn fest an mich gedrückt. Und ich glaube, das hat ihm auch irgendwo... Gut, vielen herzlichen Dank für diese Ausführungen. Wir haben leider nicht so wahnsinnig viel Zeit. Es war sehr eindrucksvoll. Dankeschön. Und Kandidat Nummer 3 an dieser Stelle, bitte schön. Herzlich willkommen. Ja, wenn Sie sich bitte vorstellen würden. Servus, ich bin der Bonzo. Du sag mal, Mazda, weißt du, warum alle zu mir. Weißt du warum alle zu mir Bonzo sagen? Keine Ahnung. Weil ich so heiß. Leck mich am Arsch, du. Der war gut. Ja. Dann, Bonzo, was machen Sie denn beruflich? Alles, was du willst. Ich mach alles, verstehst? Kann ich alles machen. Du, pass auf, brauchst irgendwie einen DVD-Player oder sowas. Kann ich da sofort, weißt du, ist keine Garantie drauf, aber ist total super gute Qualität. Vielen Dank. Kriegst du für halbe Preis. Soll ich reinholen? Ganz freundlich. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Danke, unsere Herren. Dankeschön. Und hier kommt auch gleich die Herzblattwand. Danke. Vielen Dank. Dankeschön. Meine Damen und Herren, ja, unter diesen drei vollwertigen Kandidaten darf sie sich einen aussuchen heute. Wer möchte da nicht gerne mit ihr tauschen? Eine junge, bezaubernde Dame kommt jetzt zu uns. Ich freue mich. Herzlich willkommen, Chantal. Chantal. Hallo. Schön, dass Sie da sind. Ja. Was machen Sie beruflich? Ja, ich bin auf dem Bahnhof. Und melke hier. Und ja, was so auffällt, mit dem Kreisel heuer ein bisschen auf der Wiese miteinander fahren und. Ja. Da gibt's nicht so viel. Dann fangen wir doch jetzt einfach mal an. Und vielleicht, wenn Sie dann Ihre erste Frage stellen würden. Ja, also ich mir nicht vorstellen, oder wie? Wenn Sie wollen. Ich sag einmal Servus, ich bin die Chantal, gell? Ich komme aus Brackelhui, das ist bei Breitham. Also bevor du in der Kloferstraße links abbrichst, dann... Also wurscht. Auf alle Fälle, also gelernt habe ich auch Friseur, aber wenn euch sie hat, dann mache ich mit meiner Freundin, mit der Nadine, ein Nagelstudio auf. Da macht man richtig geile Nägel. Und wenn die sie hat, dann leckt mir am Arsch, du. Da. Wie wär's, wenn wir einfach mal die Runde anfangen? Die Herren warten schon so sehnsüchtig. Ihre erste Frage, bitte. Kann
Kandidat Nummer 1. Stell dir vor, ich komme mit einer Flasche Champagner in einem kleinen Schwarzen zu dir heim und flüster dir ins Ohr, dass du alles von mir haben kannst, was du magst. Was tat's denn dann? Zuerst einmal den kleinen Schwarzen wieder heimschicken. Dann tust du die Flasche Champagner her und dann gehst du zum Bier holen, gell? Und bringst mir vom Liestl einen Leberkäse mit, gell? Du zieh fix so wie einen Hunger. Ich finde, das klingt doch schon mal sehr vielversprechend. Ja? Ja. Dann Ihre nächste Frage, bitte. Ja. Kandidat Nummer 2. Wir sind in einem Tanzlokal und es ist Damenwahl. Ich blinzel dir zu und lach dir ein bisschen an. Was darfst du zu mir sagen? Ich würde sofort aufspringen und würde mich selber auffordern, weil ich habe in Eichstätt habe ich einen Ausdruckstanz-Workshop gemacht und ich würde dir einfach mal vortanzen, wie ein weiblicher Kiwibaum und ein männlicher Kiwibaum kleine Kiwis machen. Lass mich aufwachen. Ha? Ihre nächste Frage, bitte. Ah. Kandidat Nummer 3. Wir gingen uns auf dem Christkindlmarkt, ja, einen Glühwein in der Hand und fragt dich, ob du mit mir Kettenkarussell fahren willst. Was sagst du zu mir? Was ist kaputt? Was ist der Kiesgrindelmarkt? Du deinen schwülen Glühwein kannst du selber saufen, weißt du? Den brauch ich nicht. Du, und bevor mich in so ein Kinderkarussell scheiße, setze ich, du, da will ich lieber tot über den Gartenzaun hängen, du. Du, pass auf, bin ich in Irrenhaus, oder was ist da los, ey? Vielen Dank, Bonzo. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass das eine sehr schwierige Entscheidung für Sie ist, Chantal. Ja. Und glauben Sie mir, Sie brauchen Hilfe. Ja. Oh. Also nicht nur in der Sendung, sondern hier ist eine Zusammenfassung von Susi auch für Sie. Mhm. Na, Chantal, wer soll dein Herzblatt sein? Der schwerstabile Alkoholiker, der lieber Leberkäse frisst, als mit dir Champagner zu trinken? Oder der Bettelstudent, der beim Ausdruckstanz Gefühle ausdrückt, die nun wirklich keine Sau sehen will? Oder der Kriminelle aus dem Ostblock, der dich wahrscheinlich schneller totschlägt, als du Hilfe Polizei sagen kannst? Nun, Chantal, musst du dich entscheiden. Ja, ja, Sie haben die freie Auswahl. Ja, also wenn ich mir das jetzt schon aussuchen kann, dann... Ja, also eigentlich haben das alle drei komplette Vollkopfschiss. Also ich glaube, ich nehme den Alexander Mazda.